Jupp. Nein, diesmal fast. Wir können auch tauschen, wenn du möchtest. Ich kann auch schießen, ist mir egal. Ja, dann. Nee, das tauschen. Okay. Ich hab die MP, ich glaube, das ist vielleicht besser. Na, es kommen nachher, glaube ich, welche auf diesen Türmen, die wir hier eben hatten. Also, die werde ich vielleicht besser mit absnipern, aber wir können auch in der Fahrt tauschen. Yep. Okay, kommen wir hier durch? Ja, hier kommen wir durch. Moment, ich will was gucken. Sind das alles nur so Mini-Abschnitte oder werden die auch länger? Nee, das sind 3 Mini-Abschnitte, beziehungsweise jetzt noch 2 Mini-Abschnitte für diese Tafeln. Ah, das finde ich gut. Ich ist hier irgendwas? Guck dir mal bitte die Bäume genau an. Mach ich. Rechts neben uns. Ist da irgendwas? Ich sehe nichts. Außer altes. Ah, doch, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Nee, ja, ich wusste es, ich wusste es. Haha, ich wusste es. Das ist aber sehr gut versteckt. Ja, meine Erinnerung hat mir keinen Streich gespielt. Irgendwo war da was. Aber ich glaube, viel mehr werden wir nicht von der Sorte finden, weil die sind, wie du gemerkt hast, gut versteckt. Jupp. Wir mit einem. Jo. Gold, so. Gold. Okay, die Karte sagt schon mal, das Areal hier ist ein bisschen größer als das letzte. Kann man jetzt auch eine größere Karte aufrufen als diese kleine in der Mitte? Oben links, meine ich. Ich glaube nicht, wenn das ist irgendein Shortcut oder sowas. Warte mal. Kannst du da oben den Diamanten unterschießen in dem Totenschädel? Danke. Aber natürlich. Was hat er denn gelandet? Ah, hier ein Saphir. Okay. Und wieder Sachen kaputt machen. Noch mehr Pistolenmunition. Ey, was sollen wir denn? Hier ist Gewehrmunition. Aha, Gewehr. 15 Schuss. Oh mein Gott, wie hart. Ich hatte das Ding auf 12 Schuss Magazin aufgerüstet. Wie heftig ist das denn, ey? Wofür? Und noch mehr. Was ist denn hier? Ein Dokument. Oh, ey, guck mal. Jetzt werden uns hier gerade die Nahkämpfe erläutert. Aha. Gut, also, ja. Das ist eine sinnvolle platzierte Stelle dafür. Was, aber das ist cool hier, der zweite Teil. Die Trefferzone ihres Schusses, Arm, Kopf oder Bein bestimmt, welche Art von Angriff sie starten können. Wenn ich den Typen also ins Gesicht schieße, dann kann ich eine gerade ausführen. Wenn ich ihn aber in das Bein schieße, dann duckt er sich, um sein Bein zu halten. Und ich kann ihm einen Kinnhaken verpassen. Ich versuche ihn am meisten in den Kopf zu schießen. Das oh, und wir können einen Kombinationsangriff ausführen. Das heißt, wenn ich dem Typen einen Schwinger gebe, kannst du ihm danach einen Kick verpassen und ich kann ihm noch einen Schwinger verpassen. Ein Schwinger? Was ist ein Schwinger? Arm nach hinten und einmal wutz ausholen schlagen. Ah. Schwinger. Schwinger, Schwinger. Ja. Ah, da ist noch ein Diamant. Oh, cool. Den habe ich nicht gesehen. Nice. Boah, ich will nehmen auch mal. Da ist auf jeden Fall eine Vase. Ja. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber guck mal, wenn du in solche Hütten reingehst, oben... Warum lebt da was? Guck mal da drüben, ach, das ist nur ein Huhn. Wenn du in solche Hütten reingehst, guck oben an die Decke, weil da sind solche komischen Stützbalken und ich wette, da wird sich jemand drauf verstecken, wenn er kann. Ja, ich guck immer hoch. Zur Sicherheit. Hier liegt, Pistolenmunition. Warum? Ich weiß auch nicht. Drecksplatziert, aber wir haben keine Pistole mehr. Nö, keiner von beiden. Ich hab meine MP5 am Anfang des Levels weggelegt, die ich aus Versehen noch eingesammelt hatte. Du hast deine Pistole ja sogar weggeworfen. Richtig. Weil sie unnütz war. Ja, während ich gegen Zombies gekämpft habe und du nur zugeguckt hast. Ei. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Okay, eine Art Areal. Aha. Also wenn hier nichts kommt, dann wäre ich sehr, sehr überrascht. Ich glaube, warte mal. Geh mal... Ah, warte, den rechten Turm kann ich dich hochwerfen? Nein, ich muss dich in beide Türme hochwerfen. Lass mal den linken Turm hochwerfen und du kannst von da oben ein bisschen mit dem MP-Gewehr draufhalten. Ich bleib hier unten und guck, ob ich mit dem Schrot was reißen kann. Ich kann dich leider nicht hoch. Ich bin doch schon da. Ja. Keine Ahnung, ich kann auch nichts drücken. Ja, doch, jetzt hier? Eben hier müssen genau in die Leiter stellen. Ah, hier. Oh genau, mein Gott, wie nah ist das denn? Ne? Ja, ich wollte die Leiter aber nicht abkuscheln, sondern dich, wenn. So. Götze. Ja, und was wetten wir jetzt kommen, Gegner? Negativ. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein. Ich finde allein diese Stimmung hier ist schon angsteinflößend genug für mich. Das ist so wie bei Monkey Island im allerersten Teil, wenn du in das Kannibalendorf reingehst. Kein Schwein zu Hause, du gehst ins Haus rein, klaust den Bananengrabscher und dann stehen auf einmal 3 Kannibalen vor dir. Soll ich dir mal eine meiner Todsünden erzählen? Kannst du gerne machen, das wird unsere Zuschauer freuen. Ich habe nie Monkey Island gespielt. Ich habe aber nie Final Fantasy gespielt. Ja, ich weiß, da muss ich auch noch verflamen. Leider gibt es kein Koop Final Fantasy. Oh, wo kommen die auf einmal alle her? Da komme ich hier mit Speeren, das ist schon mal schön genug. Scheiße. Jetzt wäre eine Granate ganz gut.
Moment, ich muss erstmal hier auf Nahkampf ein paar Kerlchen abwehren. Wow! Au! Du Wichser! Ich glaub's nicht! Der hat mir einen Speer reingerammt! Eigentlich, also der MP5 zieht schon übel, das ist schon fast zu viel des Guten. Wir hatten ein Red Dot Visier, das müsste eigentlich viel präziser sein. Oh, da hinten kommen welche mit Schilden. Warte, warte, ich hab ne Idee. Ich hab nämlich noch eine Handgranate übrig. Hep! Dann hau sie mal hin. Und. Erfolg freigeschaltet, Fleischeslust. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Titel? Ja, die hat's zerlegt. Das kann man so sagen. Okay, die Typen haben so eine Art Tonkopfschutz auf der Birne und mit dem Scharfschützengewehr, wenn ich einmal drauf schieße, geht er komplett kaputt und beim zweiten Mal ist er tödlich. Oh, da kommt ein dicker Maske. Geht! Ich hab keine Muni mehr für die Dings da, ich hab nur noch. Ich komm runter, ich hab nur Schrotgewehrmunition. Ja, gerne, aber was auch immer das war, ich will. Oh. Ach, das war. Das war ein Zombie. Ja, geh weg von. Oh, verdammt, ich erinnere mich, was das für ein Kerl ist. Heilung, Heilung, Heilung. Und jetzt lauf, lauf. Du darfst dem Typen niemals zu nahe kommen. Der will dich auffressen, aber mit dem Brustkorb. Ich hab's gemerkt, also jetzt wieder zum Boot und nichts hier weg. Lass erstmal zum Pier gehen und gucken, ob wir sie ein bisschen besser aufhalten können. Das Areal da drüben ist mir zu groß, aber guck mal, hier haben wir eine gute Stelle zum Abknallen. Ja, und da sind auch sehr viele, ich hab nur noch, keine Munition mehr. Finde keine Waffe. Das ist schön. Oder ich hab noch MP5-Munition 30. Warte mal, guck mal, ich kann sein, dass ich gleich Heilung brauche. Ich riskier's gerade. Ich glaube, ich weiß, wie man den besiegen kann. Hi, ich bin hinter dir. Weil du musst auf den inneren Teil von ihm schießen. Mach auf! Du sollst deinen Kopf aufmachen, du Pflanze! Okay, das ist nicht so gut. Durchbruch. Ich will doch die ganze Munition ungern liegen lassen, die hier rumliegt. Warte mal, kann man den Typen irgendwie austricksen? Okay, jetzt folgt er mir. Wenn ich ihn ins nach hinten. Versuch mal auf die Beine zu schießen oder so. Ich hab keine Muni mehr. Warte mal, ich schieße in den Rücken. Aber hier hinten liegt noch so viel rum. Ah, guck mal. Jetzt drauf, 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 drauf. Hey, was? Ich hab. Ha! Wie hast du denn jetzt gerade gemacht? Er lebt noch. Ja, warte, ich schieß von hinten nochmal drauf. Ich hab noch Scharfschützenmunition. Ah, hier liegt Dings da, hier Maschinengewehrmunition. Auf wem folgt er? Mir oder dir? Guck mal bitte hin. Was soll ich machen, okay, wenn er mir verfolgt? In den Rücken schießen und dann von vorne rein in seine Fresse, wenn er noch lebt. Reicht. Hey, das haben wir gut gemacht. Und da hast du deine Munition. Ja, das ist, ich weiß nicht, was für eine kranke Unterart das Vieh ist, aber der Torso und der Hals und der Kopf sind irgendwie ineinander verwachsen und das ist alles oben ein riesiges Maul. Wenn der Typ dir zu nahe kommt, wie du eben zweimal gemerkt hast, macht er. Ja, und sein Rückgrat hängt hinten raus, die halben Eingeweide und Steifen hinterher. Stimmt. Ich glaube, die war noch ein bisschen verletzlich. Jetzt können wir erstmal die Munition hier einsammeln, die sie liegen gelassen haben. Darf ich das Huhn erschießen? Weil das wäre Verschwendung der Munition, wenn ich der Deutsch ist. Das ist eine gute Idee. Was die Peter wohl dazu sagen wird. Hühnermord, Hühnermord. Also, ich würde mir im Moment niesen. Oder auch nicht, weil ich mir die Nase vorhin schon halte, weil ich will nicht ins Mikro niesen. Das kommt blöd bei der Aufnahme. Also, ich glaube, dass ich hoffe mal gar nicht, dass ich töten. Das ist die Immortal. Verdammt, ich habe keine Schrotgewehrmunition, das würde ich riskieren. Chicken the Immortal. So. Nö. Du hast jetzt wirklich einen Scharfschützengewehrschuss für dieses blöde Huhn geopfert. Und keinen Erfolg bekommen. Und ich habe mich bei meinen Lever Winterlights Videos schon als Tierliebhaber geoutet. Verdammt, den Ruf habe ich wohl wieder wett. Ach, wir haben ja genug Munition, da kann man ruhig mal auf arme, wehrlose Hühner schießen. Ja, vor allem genug Munition. Hatte ich dich schon an das andere Teil hochgeschmissen? Ja, ne? Jep, da war ja irgendwas drin, was uns Gold bringt. Na, okay. Ja, dann weiter geht's. Viel mehr Optionen haben wir nicht. Für Muni habe ich jetzt immerhin 500 Rohfinder und hey, für die MP5 immerhin. Also Leute, ihr draußen, ihr müsst das so sehen, es könnte ein sehr, sehr gefährliches Zombie-Huhn gewesen sein. Genau. Das Risiko konnten wir nicht leben lassen. Es wäre vielleicht als Ed beim Endgegner gekommen und unbesiegbar. Genau. Irgendwie das wäre sowas. Der Diener vom Endboss gewesen, Charlie, der Superhuhn. Man darf so kein Risiko eingehen. Genau. Mal gucken, wo ich jetzt lang muss. Und das war wie in Dawn of the Dead, da haben sie den Hund auch nicht angegriffen.
Aber man weiß es nicht. Oh, shit. Was war das denn? Oh, ach, da oben. Ja, ich sehe es. Einfach vorbeifahren. Da eben waren die doch nicht da. Na, ich sag ja, da ist, warte mal, da oben, ganz oben links in der Karte, da ist auch was. Und hier, guck mal, was ist das denn hier? Ach, genau. Okay, ein Schiffswrack. Ich wollte noch eine Logikfrage äußern. Aha. Warum haben Einwohner, Zombie-Einwohner mit Sperren, Munition bei sich für moderne Automatikwaffen? Warum haben Hunde welche bei sich? Haben sie wahrscheinlich verschluckt alle. Was ist denn da Schönes drin? Oh mein Gott, wie geil! Willst du oder soll ich? Der ist zu schwer für mich. Nimm du den. Na okay, ich habe eh, glaube ich, ein paar Inventarplätze mehr. Oh mein Gott, ein Raketenwerfer, wie fett ist das Schuss? Denn? Einer. Ja, aber ich wette, wir finden nachher noch Munition, also den werde ich mir aufbewahren. Ich wette, wir werden ihn noch brauchen. Oder es wird irgendwas viel einfacher machen. Na, wenn ich dran denke, wenn wir nochmal so einer Meute plus so einem komischen Torso-Zombie begegnen, das wäre eine nette Abwehrwaffe dagegen. Ja. Aber ich möchte dann noch in die Richtung. Ja, klar. Bonus, extra Zeug ist immer gut. Ja, Munition auch noch. Also, dass man hier überall landen kann, wundert mich auch ein bisschen, aber schlecht ist es wohl nicht. Da oben ist nämlich eine Truhe. Was liegt hier? Oh mein Gott, guck mal, ich habe was gefunden. Guck mal hoch, da wo ich hinziele. Aus meiner Perspektive. Aha. Weißt du, ist eins von diesen geheimen Siegeln. Draufknallen, eins fürs Level bekommen. Eins von, oh mein Gott. Ich glaube, in dem Level hier sind es 4 oder 5. Bei der großen Areal hier ist es klar, dass da mehrere versteckt sind. Oh, hier kann man ins Wasser gehen, aber ich glaube, das müssen wir nicht. Ich denke, da ist nichts an Viechern. Es ist die Frage, ob da ein Schatz vielleicht liegt. Ja, hinter der Treppe, wo du stehst, ist unten ein Käfer. Okay, ich klicke da kurz rein. Mal gucken, ob ich sterbe. Hat irgendwie auf uns geschossen eben. Da ist doch irgendwas. Hinter dir? Ja, nee, guck mal da, wo ich hinziehe, das ist das Wasser. Ah, ein Fisch, okay. Ich mache mir die ganze Zeit Sorgen. Piranha oder sowas. Ja, stell dir vor, das wäre ein Krokodil. Ey, guck mal, der hat Gold fallen lassen. Hol mal bitte. Deine Beine Fischgold. Sind jetzt eh schon nass. Und dann so, Wasser sehe ich sowieso besser aus als du. Hm, was? Im Wasser sehe ich sowieso viel sexier aus als du. Deine starken Muskeln, wenn da ein bisschen Tropfen Wasser drauf sind, das sieht natürlich gut aus. Aber lass mir das. Ich will Fische jagen. Los, komm raus, hüpf. Lol, noch zweimal Gold bekommen. Zack. So viel zum Thema Teddypapa. Ey, das ist Überleben des Stärkeren. Fische muss man nicht so lieb haben wie Hühner. Da hast du auch wieder recht. Naja, Hühner schmecken aber auch gut, also daher. Hm. Existenzberechtigung wieder gleichgestellt. Weiter geht's. Dann mal weiter. Hey, hey. Ich glaube, guck mal auf der Karte, ganz im Osten, siehst du das auch? Das ist auch ein abgesperrtes Areal. Wollen wir da hinfahren? Ne, ich glaube, da war die Maske, da war der erste Teil, ich erinnere mich gerade. Die ist nur auf der Karte nicht mehr markiert, weil wir da schon waren. Ah, okay. Ja, stimmt, das kann sein. Da fahren wir hier. Und da von links kommen wir, oder? Wir kommen von ganz unten und im Westen, diese Abzweigung, da geht's, glaube ich, zu dem Tempel, wo wir hin müssen am Ende. Ah, okay, alles klar. Soweit ich mich erinnere. Aussteigen. Wer will vorgehen? Ach, du bist eh, das ist schön. Mir macht's nur jedes Mal Sorgen, dass mein... Ah ne, hier, guck mal, hier ist die Tür. Was macht dir Sorgen? Oh, was liegt da? Eine Karte zu den Tafeln. Aha, kann ich das Ding auch irgendwie aufrufen? PDA, ah, guck mal, auf der Karte habe ich jetzt ein Kreuz, so Dingsbums. Ah, da müssen wir wahrscheinlich noch hin, verlässt, oder? Ah, okay. Ja, weil das ist das Tor. Guck mal, wenn wir jetzt die Tafeln hier einsetzen, die drei... Ergibt das so ein schönes Muster. Das sieht nicht sehr freundlich aus. Und da fehlt halt noch ein Teil. Warte mal, nochmal angucken. Scharfschützengewehr. Komisches Männchen wird von Echsen gefressen, sehe ich da. Ja, sieht unschön aus. Jo.